Wir sind auf dem Stand von Manfred Alberts, neben mir steht Volker Sonntag, verantwortlich auch für die Marke Benelli. Hallo Matthias. Hi. Und bei Benelli gibt es was Neues, Volker. Ja, richtig. Nachdem wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich die Modelle M2 Super Black Eagle mit den neuen Camo-Varianten ausgestattet haben, gibt es jetzt das Ganze auch im Kaliber 20. Wir haben jetzt hier die Version in Optifade Timber. Es wird sie auch mit dem Timber Optifade Tungsten geben und den weiteren Modellen, sodass Benelli-like auch hier das Portfolio komplettiert wird, komplett im Kaliber 20. Die Flinten sind auch bereits eingetroffen und sind ab unserem Lager Manfred Alberts direkt verfügbar. Okay, ist schon der Preis? 2,7? Ja, das ist richtig. Das ist schon ein Hochpreissegment, aber wer sich entscheidet, eine Benelli zu kaufen, der entscheidet sich für den Weltmarktführer, der entscheidet sich für 10 Jahre Garantie und der Name Benelli steht eigentlich für eine Philosophie, Jagen in Perfektion und oberstes Qualitätsniveau. Ja, was ja viele nicht wissen, Benelli stellt wirklich sehr, sehr viele Flinten und Büchsen her. Das sind, glaube ich, über 300.000 Stück im Jahr. Korrekt, ne? Das ist vielen Leuten nicht so präsent. Man hat also die Zahlen von 22 sind noch nicht genau ermittelt, aber im Jahr 2021 hat man in Urbino insgesamt 345.000 Waffen produziert. Das ist eine stolze Nummer. Das ist, ich würde sagen, der Highscore für Europa. Okay, gut. Wenn ihr mehr wissen wollt zu Benelli SBE3 Optifade Timber, dann lest einfach nochmal bei Olfa Hunters, Olfa Shooters nach. Da findet ihr auch nochmal die eine oder interessante Episode zu der Flinte, die von unseren Redakteuren zusammengestellt wurde. Und ich sage erstmal Dankeschön. Gerne, Matthias.